So, hallo ihr Lieben, ich melde mich, glaube ich, das erste Mal zu euch. Ich habe ja noch nicht so viel gefilmt, es ist schon Freitag. Und ja, ich habe erstmal ganz viel euch zu zeigen, wie ihr hier seht. Es ist wieder ein bisschen was angekommen, was ich schon angekündigt hatte und wieder ein bisschen natürlich was für meine Wohnung. Wie könnte es auch anders sein? Ich fange einfach mal. Obwohl, erstmal war ich nämlich jetzt Anfang der Woche, ich weiß nicht mehr genau, kurz bei Müller, weil ich ein Deo brauchte. Ich wollte euch kurz zeigen, was ich da mitgenommen habe. Da habe ich einmal von Dove ein Deo mitgenommen. Und zwar Grapefruit und Zitronengrasduft. Das habe ich mal mitgenommen. Und dann gab es das neue Essence-Sortiment. Und da habe ich mich eigentlich ziemlich am Riemen gerissen. Ich fand diese Farbe ganz interessant von den Vibrant Shock Lip Paints. Das ist so ein Blau-Grau für die Lippen. Finde ich ganz cool. Wollte ich mal testen. Und dann ein von den Metal Art Lip and Eyeliner. Also ich würde es nicht für die Lippen benutzen, sondern fürs Auge. Und es ist halt so ein metallisch rot. Das wollte ich mal testen. Und was ich dort noch gefunden habe, was das teurere aus diesem Haul ist, 10 Euro nämlich, um genau zu sein, ist mal ein Produkt endlich von Love. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich noch nichts von denen. Ich bin mir gerade überhaupt gar nicht sicher. Oder habe ich nicht schon irgendwas habe ich, glaube ich, schon von denen. Ich glaube, ein Eyeliner oder sowas. Ich weiß es aber nicht. Jetzt habe ich mir hier von den, wie heißen die? Eye Traction Magnetic Loose Eyeshadow Eye mitgenommen. So sieht der aus. Das ist einfach so, die kennt man von MAC. Ich glaube, MAC waren, wenn ich mich nicht täusche, die ersten, die den hatten. Also sowas. Warte, ich mach mal kurz ab. So. Das ist so ein Magnet, dass die so eine, hier, ihr seht, dass hier solche Rillen haben. Und das ist aber loser Lidschatten und richtig, richtig schön. Ich habe den nämlich geswatcht. Das ist jetzt so ein Khaki. Und ich habe das geswatcht und ist mega. Also wirklich richtig, richtig schön. Und ich wollte unbedingt davon einnehmen. Und ich fand das Khaki irgendwie am besondersten. Und ja, deswegen habe ich das mal mitgenommen. Ich gucke gerade, ob ich da eine Farbe sehe. Nee, keine Ahnung, wie die Farbe heißt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Farbnamen besitzen. Ich sehe es auf jeden Fall gerade nicht. Das sind die Sachen von DM, die ich mir mitgenommen habe. Dann mache ich mal kurz Sekunde. Hier ist nichts drin. Hä? Ich bin gerade schon ein bisschen verwirrt. Naja, auf jeden Fall als allererstes kamen gestern meine Visitenkarten an. Das sind Sekunde. Das sind meine Visitenkarten Make-up bei Laura. Und ja, hinten stehen halt noch meine Handynummer und alles Mögliche drauf. Und die sind jetzt gestern angekommen. Ich freue mich richtig. Außerdem eine Tasse, wo auch mein Logo drauf ist. Und ein Notizbuch. Tabea war nämlich gestern da und dann habe ich ihr schon eins davon geschenkt. Eins behalte ich für mich selbst, denke ich. Und hier ist noch ein Mauspad drin. Eins habe ich schon mit zur Arbeit genommen und eins werde ich hier hier privat haben. Ja, das sind so die Sachen von meinem Logo, von dem ich euch schon letzte oder vorletzte Woche erzählt habe. Und dann kamen halt noch drei Sachen jetzt für meine Wohnung. Das wäre einmal dieses, das sind so ganz, ganz, ganz wirklich super kleine Töpfe, Vasen, sage ich mal. Und die man so an der Wand hängt, die so halt so ein bisschen kupferartig sind, was halt super gut passt. Und ebenfalls in Kupfer so ein Bilderrahmen. Und ganz, ganz wichtig, echt traurig, dass mir das so spät aufgefallen ist. Ich habe mir eigentlich eine Liste gemacht, was ich denn alles wirklich Wichtiges brauche. Und für mich persönlich ist das was sehr Wichtiges, was ich vergessen hatte. Und dann, ja, kam ich jetzt aber noch drauf und habe mir das bestellt. Und zwar ein Briefkasten brauche ich ja unbedingt. Und da habe ich mir jetzt diesen hier bestellt. Der ist echt nicht schlecht. Ich habe den eben mal rausgeholt. Der ist wirklich schwer. Und ja, keine Ahnung. Hier kann man halt durchgucken und sieht dann, ob da was drin ist. Jo, ich finde den eigentlich ganz cool. Und dann, ja, der hat, wie viel hat der jetzt gekostet? 45. Also der war recht günstig. Aber ich glaube, der ist von der Qualität trotzdem ganz gut. Ja, und dann waren wir eben gerade noch Türen angucken. Also wir waren so in zwei Ausstellungen, haben uns also Haustüren angeguckt. Und ja, wird teuer. Wird sehr teuer. Ich hatte eigentlich 1000 geplant mit Einbau. Habe ich mich voll verkalkuliert. Ich denke, es werden erst 2000 mit Einbau. Ist schon scheiße, aber ist halt so.
Ja. Und ansonsten gibt es noch was zu berichten, was in der Woche passiert ist. Ich habe heute übel Kopfschmerzen, also irgendwie geht es mir heute richtig scheiße. Ja, wie gesagt, Tabea war gestern da und sie hat sich jetzt endlich angemeldet, also noch nicht richtig angemeldet bei Fitnessstudio, sie hat einen Wisch mitgekriegt. Aber wir haben jetzt ein Probetraining vereinbart in übernächste Woche halt. Und ja, dann mache ich mir auch einen neuen, lasse ich mir auch einen neuen Trainingsplan zusammenstellen. Und ja, da freue ich mich schon richtig. Also geht los mit Tabea. Oh, mein Handy. Und yes, jetzt werde ich, weiß ich noch gar nicht, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich mache mir jetzt, es ist ein Salat, weil ich habe übel Hunger. Und ich hoffe, meine Kopfschmerzen gehen gleich weg, weil es tut echt so weh. Ich werde gleich auch noch ein paar Videos schauen. Dann werde ich den Krempel hier alles natürlich wegrollen, nach oben bringen. Und dann mal schauen. Ich melde mich später nochmal. So, ihr Lieben, es ist Samstag. Ihr habt eben schon gesehen, ich war eben schon unterwegs. Wir haben nochmal nach Türen geschaut und so. Und ja, keine Ahnung, war noch im Hagebaumarkt. Ja, und was ich sagen wollte ist, ach übrigens, Moment, ich kann gerade irgendwie nicht so, aber seht ihr die? Seht ihr die? Seht ihr die? Seht ihr die? Cool. Ich habe Einhorn pushen, ja, musste sein. Auf jeden Fall, was wollte ich denn jetzt sagen? Habe ich heute noch richtig viel zu tun? Es ist schon 14:15 Uhr und ich möchte auf jeden Fall noch aufräumen und ich hatte eigentlich vor, 2 bis 3 Videos noch zu drehen, ein First Impression Video und wenn es klappt, auf jeden Fall noch ein Declutter. Und ja, wie gesagt, aufräumen, weil heute kriege ich Besuch. Also heute ist hier eine Party direkt gegenüber eigentlich von meinem, hier wo ich wohne. Und ja, Juliane und Ann-Christine kommen auf jeden Fall, eventuell auch Tabea. Ich weiß nicht, ob Vicky vielleicht auch kommt. Jana ist dann, kommt da dann hin. Ja. Und deswegen räume ich noch ein bisschen auf, weil Juliane pennt hier, Tabea eventuell. Und deswegen mache ich noch ein bisschen was. Die kommen halt auch zum Vortrinken zu mir. Und ich habe noch einiges zu tun und gar nicht mehr so viel Zeit. Die kommen um 7:30 Uhr. Ich meine, von 2 bis 7:30 Uhr ist noch einiges, aber ich habe auch halt sehr, sehr viel noch zu tun. Deswegen, ja, Tabe schreibt gerade schon, sie möchte klären, was jetzt heute Abend geht. Mal gucken. So, ich bin fertig mit dem ersten Video. Ich habe einen First Impression zur Naked Heat Palette gedreht. Das ist der Look davon. Schaut gerne rein in das Video, wenn es online kommt. Ich denke, das kommt noch diese Woche, wenn ich es schaffe, weil solche Videos sind ein bisschen aufwendiger zu schneiden. Aber wenn ich das schaffe, wird es auf jeden Fall noch diese Woche kommen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr reinschaut. Wie gesagt, die sind immer ein bisschen aufwendiger, diese Videos. Von daher würde mich das sehr, sehr freuen. Und ja, jetzt habe, denke ich mir, schneide ich, nicht schneide ich, sondern drehe ich noch eins. Ich habe Bock, meinen Declutter weiterzumachen. Und ich überlege gerade, woran wage ich mich? Ich glaube, ich declutter meine Paletten. Ich glaube, das wird nicht so erfolgreich. Also ich sag mal, die meisten Paletten, die ich habe, liebe ich auch über alles. Aber ich glaube, das wird auch die Kategorie, die mir so am allerschwersten fällt. Ich glaube, bei Lippenprodukten werde ich sehr viele aussortieren. Bei Blushes habe ich es auch vor, aber das wird auch hart. Aber ich glaube, Paletten, das ist so, weil man dafür, glaube ich, auch halt am meisten Geld ausgegeben hat. Also ich habe dafür am meisten Geld gelassen. Und da auszusortieren, das ist schon hart. Also wenn ich da,
Ich sag mir jetzt mal, überlege ich mir mal was, wie viel ich aussortieren will. Mal gucken, ob wir es geschafft haben. Ich versuche, ich will das Ziel nicht zu hoch setzen, aber auch nicht zu niedrig. 13 Paletten? Das ist aber auch schon hoch, oder? Sagen wir 12. Es werden wahrscheinlich, die meisten werden wahrscheinlich Drogerieprodukte sein, aber wir werden es sehen. Ich setze mir jetzt als Ziel, 12 Paletten auszusortieren. Und dann danach zähle ich mal, wie viel ich da noch habe. Dann werden wir das Ausmaß mal sehen. Ich drehe das jetzt einfach mal. So, ihr seht das Chaos hinter mir. Ich habe deklattert. Das Video ist fertig. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe 16 Paletten verbannt aus meiner Sammlung. Das ist für mich ein voller Erfolg. Das hätte ich echt nicht gedacht. Es sind zwar die meisten... Ja, die meisten sind Drogerie, aber das ist ja halb so wild. Hauptsache, ich habe wieder ein bisschen Platz in meiner Sammlung. Und die Sachen, die ich wirklich, wo ich weiß, die benutze ich so gut wie nie, dass die wirklich weg sind und nicht mehr stören. Und jetzt werde ich mal zählen, wie viel ich noch habe und werde euch gleich Bescheid. Okay, ich habe durchgezählt. Ich habe jetzt noch 68 Paletten. Wenn ihr wissen wollt, welche Paletten ich alle besitze, könnt ihr gerne in das Declutter-Video reinschauen. Da habe ich schließlich alle gezeigt. Dann werdet ihr mal das Chaos sehen. Aber gut, es ist wie es ist. 68 Paletten, 16 weniger als vorher. Und jetzt werde ich das Chaos hier beseitigen. Alle mal kurz wegräumen, die Paletten. Und dann mich nochmal kurz wieder melden. Ja. Lass nur bei kurzen machen. Okay. Was? Nur bei kurzen? Mhm. Nicht, wenn ich was nachtrinke. So, muss ich nicht winken. Achso, bei dem auch nicht. Oder wie? Ich kann weiter ziehen. Wer ist dran? Ach, du fängst die ganze Zeit im Bild. Du sitzt hier wie Gollum. Mach so. Katzenrassen. Oh nee, das weiß ich nicht. Ich kann auch nicht viele. Dann fange ich mal an mit norwegischer Waldkatze. Ach, sie haben Katze. Das war jetzt meins. So, ihr Lieben, es ist Sonntag und ich habe den ganzen Tag im Grunde nichts gemacht. Ich war ja gestern auf einer Feier, das wisst ihr ja. Und da war ich, glaube ich, dann bis 3:30, wenn ich mich nicht täusche. Hab dann dementsprechend heute lange geschlafen und... Ja, hab dann auch noch ein bisschen gechillt, musste noch aufräumen, was gestern so alles noch rumstand an Flaschen und so. Und ja, jetzt musste ich mich eben schnell schminken, weil mir auch gefallen ist, oh, ich bin heute schon um 18 Uhr verabredet. Ich treffe mich mit welchen aus meiner Berufsschulklasse und wir gehen essen in Osnabrück. Da soll es wohl auch einen veganen Döner geben, den probiere ich doch gleich mal. Und ja. Mit denen treffe ich mich jetzt gleich. Ich hole meine Mit-Azubine nämlich jetzt ab. Und dann fahren wir dahin und ich hoffe, es wird sehr gut schmecken und ich freue mich auch, die wiederzusehen. Ja, und das mache ich jetzt. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Nimm euch mit. Ich esse einfach. Ich esse auch einfach. Hi, Shelly. So, ich bin wieder zu Hause. Da, wo wir essen waren, fand ich es jetzt nicht so geil. Eigentlich gar nicht so gut. Und ja, jetzt ist Sonntag, Wochenende schon wieder viel zu schnell vorbeigegangen, leider, wie immer eigentlich. Und ich werde jetzt nur noch Videos gucken und ein Video mindestens schneiden. Ich versuche diesen Vlog auch noch zu schneiden, deswegen sage ich Tschüss für diesen Wochenvlog. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.